Ich stehe hier heute in Garding. Garding ist die Geburtsstadt von Theodor Mommsen. Das ist dieser nette Kerl hier hinter mir. Das ist ein deutschsprachiger Schriftsteller und Historiker, dessen Werke zur römischen Geschichte bahnbrechend waren. Und für sein bedeutendes Werk zur römischen Geschichte hat er 1901 den ersten Literaturnobelpreis der Geschichte bekommen. Wie gesagt, er wurde hier in Garding geboren und wenn man sich von hier etwas umdreht, hier hinter mir sieht man auch sein Geburtshaus. Hier in diesem weißen Gebäude wurde er geboren. Ja, so findet man immer wieder interessante Figuren der deutschen Geschichte, wo man sie vielleicht nicht erwartet. Oder? Kommt mal nach Garding, lohnt sich sicherlich. Hab mich ja schon umgesehen, hier gibt es auch das ein oder andere interessante Gebäude, wie zum Beispiel hier die Kirche.